Jawohl, hallo wieder aus Flintbek. Wir haben ja ein Axiom 9 Plus oder Axiom Plus 9. Wir haben jetzt ein paar Tage auf die neue Software gewartet. Die ist noch nicht fertig geworden von Raymarine. Das ist die Dartmouth 3.12 Version. Und hier ist schon eine 3.12 Version drauf, allerdings eine Vorgängerversion. Noch nicht die Originale, die zum Download bereitstehen wird. Also könnt ihr einfach updaten. Ich will das Gerät jetzt mal anschalten. Ja, komm, ja, so. Das wird jetzt ein bisschen hell sein für das Video, weil er hat ein helleres Display gekriegt. Wir werden nachher, wenn wir da durchgehen, auch einmal den Kontrast runterregeln, sodass wir es gut sehen können. Er fährt jetzt hoch. Das Logo ist weiterhin Axiom. Hier oben an dem neuen Raymarine-Logo sehen wir, dass es ein Axiom Plus ist. Sonst stand hier immer Raymarine drauf. Er fährt jetzt hoch mit der Lighthouse 3 Software. Also V3 Punkt. Da sehen wir das Lighthouse 3. Schon Dartmouth, aber nicht komplett. So, was haben wir als erstes? Startup Wizard. Kann man das sehen? Ich hoffe das. Wir gehen einmal auf deutsche Menüsprache. Dann sagen wir, wir sind ein Segelboot zum Beispiel oder Motorboot oder was auch immer. Wir können hier eine minimale sichere Tiefe eingeben. Lass mal 2 Meter machen zum Beispiel. Dann haben wir eine minimale sichere Höhe. Durchfahrtshöhe für Mast ist zum Beispiel, ups, nicht 5 Meter, das wäre ein bisschen kurz. Hier haben wir auf 11 Meter. Und die Breite, hier haben wir auf 3 Meter zum Beispiel. Dann ist die Anzahl der Maschinen. Eine Maschine. Das sind für später vielleicht noch was. Tanks, wenn ich hier verschiedene Tanks habe, Treibstofftank, Kraftstofftank, Trinkwassertanks, Ködertanks kann ich hier einstellen. Wenn ich jetzt einfach mal reingucke, hier Trinkwassertanks kann ich 0, 1 oder 2 einstellen. 0 zeige ich dann die Anzeige natürlich nicht an, vereinfacht das Ganze, wenn ich das nicht habe. Grauwasser, Schmutzwasser auch wieder 2. Hier unten kann ich Batterien einstellen. 1 bis 5 Batterien, wenn ich die überwachen möchte zusätzlich. All solche Sachen kann ich jetzt hier vornehmen. Dann gehen wir mal weiter. So, Sie können die Auswahlverknüpfung auf der linken Seite prüfen und bearbeiten. Also wir haben hier links die Sprache eingestellt. Die Aktivität ist Segeln. Bootsdaten haben wir. Und jetzt sind wir bei 4 Fertigstellen. Klar, beenden. Sonst könnten wir nochmal zurückgehen. Wir beenden das. Auch Raymarine, wie alle Hersteller, macht das dieses Produkt, ist ein Hilfsmittel und so weiter. Nicht darauf verlassen, wenn ihr irgendwo gegenfahrt, seid ihr selbst schuld. Das ist nicht die Schuld des Plotters, der Seekarte oder ähnlichem. So, wir haben jetzt hier die Übersicht. Wir haben eine Kartendarstellung. Ist jetzt hier nichts, ist keine Karte drin. Ich glaube, ich könnte jetzt langsam mal, ja, ich gehe jetzt mal kurz auf die. Na, okay. So, jetzt kann ich hier die Helligkeit etwas runterregeln. Jetzt könnt ihr es auch sehen. So müsste es ganz gut sein. Ich bin jetzt bei ungefähr der Hälfte. Hier. Jetzt könnt ihr es sehen. Ihr seht, wie das hier arbeitet. Ne? Einmal in Kuba. Gut. Und das ist jetzt die Kartendarstellung. Hinten im Gerät kommt eine Karte rein. Dann habe ich hier Daten, Kombi-Displays und all solche Sachen. Ne? Fischfinder könnte ich, wenn ich ein Modul anschließe oder die Version mit RV habe, auch direkt anschließen den Geber. Radar und Karte, sowas kann man natürlich in Kombination darstellen. Jo, das ist einmal das Einschalten, ziemlich einfach. Wir haben in der neuen Software, ich habe mir das mal ausgedruckt, was da zu erwarten ist, die Tag- und Nachtmodi. Ne, das geht unter Einstellungen. Da kann ich dann die Sachen einstellen. Ich kann dieses Display, habe hier oben jetzt Licht und Dunkel. Ich habe das jetzt auf Dunkel gestellt. Wenn ich auf Licht gehe, kriege ich da so eine Darstellung. Ne? Und da wollen die noch was hinzunehmen, sodass das, ich glaube, 4 sollen es werden. 4 verschiedene Helligkeitsstufen dargestellt werden können. Links sollte eine Audio-Slidebar, also man kann sich dann das Autoradio sozusagen reinholen und bedienen. Dann haben wir 4 neue Apps da drauf, in der neuen Software Lumitech, Quick Nautical Network,
Quick ist ein Ankerwindenhersteller, der hat Ladegeräte, Generatoren, all sowas, das kann man dann hier rüber steuern und anzeigen. Ankerwinden natürlich und all solche Sachen. Kinetics, Impact sagt mir jetzt nichts, aber HP Watermakers, also Wassermacher, könnt ihr euch anzeigen. Wir haben in der Karte später noch ein Messlineal, das dazu kommt und solche Sachen. Ein paar Fehlerberichtigungen sind da noch drin. Also wir warten jetzt auf die Version Dartmouth, Version 3.12 Punkt und dann höher als diese 110. Ach so, kann ich euch mal zeigen. Da ist jetzt die 3.12.110 drauf. Und da warten wir jetzt auf eine höhere Endziffer. Hier sehen wir nochmal die Bootsdaten, die wir vorhin eingegeben haben. Einheiten, die wir haben möchten, nautische Meilen, Meter, Kilometer pro Stunde oder sowas, kann ich hier umstellen. Ne? In Knoten, Meilen pro Stunde oder sowas. Ne? Dann dieses Display kann ich hier machen. Tastatur zum Beispiel, Apps und so weiter. Autopilotsteuerung, welchen Autopiloten dran habe. Und im Netzwerk habe ich jetzt nichts angeschlossen. So, jetzt gucken wir nochmal an, wie das Gerät. Also einmal ist ja die Abdeckkappe dabei bei der Version. Dann haben wir hier das jetzt auf den Aufbaubügel gesetzt. Habe ich euch letztes Mal nur grob gezeigt beim Lieferumfang. Hier ist der Aufbaubügel, der wird hier seitlich rangeschraubt mit Rändelschrauben, kann verdreht werden. Hier ist ein Stromdatenkabel. Also einmal die Stromleitung, 12 Volt, und könnt ihr noch auf Masse legen, wenn ihr Störungen habt oder so an Bord. Hier haben wir einen ganz normalen Micro-C-Anschluss und ein Adapterkabel auf C-Talk NG, kurzes Licht dabei. Das ist die ganz normale Aufbauversion, die wir hier haben. Dieses ist blind, da ist kein Fischfindergeber drin. Ich habe hier dann noch USB für einen Kartenleser, den ich extern anschließen kann. Und einmal Raynet für Radarantenne und ähnliches. Und hier kommt dann, ja, da kommt das C-Kartenmodul rein, Micro-SD-Kartenslot, ne, wird dann abgedeckt. Wenn ihr es auf den Bügel stellt, ist das auch so ganz gut möglich, gut abgedeckt und geschützt. Die Deckel macht hier natürlich drauf und USB-Anschluss. In Seewasserluft überlebt nicht lange. Jo, das zum Axiom Plus 9. Das wollte ich euch einmal zeigen und jetzt warten wir auf die neue Software und ich bin gespannt, was die da alles reinbauen. Okay, dann, wenn ihr das mögt, unten einen Daumen hoch, liked das oder teilt das oder was auch immer euch gefällt. Vielen Dank.